Du wolltest schon immer mal was über Holzpflege wissen, sowohl für Schneidebretter oder für Tischplatten. Dann bleib jetzt dran, wir haben nämlich heute kompetente Expertenwissen hier. Die Firma Oli Natura ist bei uns am Start und zeigt uns ein bisschen was, wie wir Holz perfekt pflegen. Hi, mein Name ist Marco von Holzliebling und heute haben wir den Dominik zu Gast. Der Dominik, der arbeitet für die Firma Oli Natura, die wirklich tolle Holzöle und Holzpflegeprodukte herstellen. Und ja, heute möchte ich erstmal Dominik kurz zu Wort kommen lassen, dass er vielleicht kurz was über die Firma erzählt und was die für Produkte haben. Und dann gehen wir auch wirklich ins Detail. Da schauen wir uns mal ein Schneidebrett an, wir gehen mal zu einer Tischplatte. Aber zuallererst möchte ich dem Dominik mal kurz die Möglichkeit geben, was über die Firma Oli Natura zu erzählen und ja, warum eure Öle so geil sind. Ja. Ja, vielen Dank. Ich bin der Dominik. Vielen Dank, dass ihr mich da habt. Ich bin seit circa 2 Jahren bei der Firma Oli Lacke GmbH sind wir eigentlich. Wir kommen auch aus dem Lackbereich und es gibt es seit über 100 Jahren. Und seit über 10 Jahren haben wir jetzt die Oli Natura Marke. Das sind alle unsere Öle und unsere Wachse. Und wir machen sehr hochwertige Produkte für den gewerblichen Anwender, auch im Privatbereich. Und decken eigentlich so ziemlich jedes Spektrum ab, was man auf dem Holz für einen Effekt schaffen möchte. Wir haben ja von euch zum Beispiel das Leinölfirnis im Shop. Ihr habt ja auch aber verschiedene Öle. Also Leinölfirnis ist ja nur eines von verschiedenen Ölen, was ihr habt. Genau. Wo ist denn euer Schwerpunkt oder was habt ihr denn für eine Produktpalette, die ihr so anbietet? Also wir decken eigentlich so ziemlich alles ab. Man kann die Öle in verschiedene Bereiche kategorisieren. Die eine Grundabgrenzung ist zum Beispiel für den Möbelbereich und für den Parkettbereich, wo wir eine Abgrenzung haben. Die Parkettprodukte werden jetzt weniger interessant sein. Aber im Möbelbereich gibt es grundsätzliche Unterscheidungen, die man treffen kann. Eine Frage ist oft immer, möchte man reines Öl, möchte man Hartwachsöl? Das ist so eine Grundsatzentscheidung, ob ich ein wachsanteiliges Produkt möchte. Hat eben auch verschiedene Vor- und Nachteile. Eine andere Abgrenzung, die man oft noch schaffen kann, ist, möchte man ein High-Solid-Produkt? Das heißt, bei uns ist es wirklich überhaupt kein Lösemittel drin. Oder möchte man ein Produkt mit Lösemittelanteil, hat eben auch verschiedene Vor- und Nachteile, das Ganze. Und wir decken eigentlich ziemlich das ganze Spektrum ab. Und was vielleicht noch ein bisschen eine Nische ist, ist oft dieses Thema Rohholzeffekt. Das ist wirklich nochmal dann ein ganz anderes Produkt, woanders aufgebaut ist, aber man auch einen ganz einzigartigen Effekt mitschaffen kann. Ja, für uns natürlich super wichtig, gerade wenn wir mit Schneidebrettern oder sowas arbeiten, die müssen ja Lebensmittel, oder die Endbehandlung sollte auch lebensmittelecht sein. Das ist eine Ja. Frage, die wir immer wieder bekommen. Und da muss man schon sagen, da ist das Öl schon wirklich cool, weil ja, biologisch, lebensmittelzertifiziert, glaube ich, seid ihr auch. Das Genau. ist, glaube ich, auch nicht jeder. Ja? Und Nee. vor allem, wenn man die Dose aufmacht, man riecht es auch förmlich. Also, dass man hier wirklich ein hochwertiges Leinöl hat. Ich habe auch mal andere Leinöle getestet gehabt. Da war einfach das überhaupt nicht so, so intensiv. Von daher, glaube ich, ist da eine extrem hohe Konzentration oder ist einfach ein extrem reines Leinöl, würde ich es Ja. behaupten. Ist aber auch, glaube ich, ein ganz starkes Produkt, was nachgefragt wird bei euch, oder? Ja, also das Leinöl hat auf jeden Fall auch seine Nische. Das ist vor allem für die Schneidebretter eben. Darauf werden wir es dann eben auch mal zeigen. Grundbehandlung, Pflege, das ganze Thema. Das Leinölfirn ist super, hat verschiedene Eigenschaften, also auch in Abgrenzung zu unseren anderen Produkten. Es ist ein High-Solid-Öl, also hat keinen Lösemittelanteil, ist, wie du schon sagtest, lebensmittelecht zertifiziert. Das haben wir aber auch mehrere Produkte, die das abdecken. Also eigentlich alle unsere Produkte in dem Bereich, nahezu alles sind lebensmittelecht zertifiziert. Das gilt auch für unser Worktop-Öl, das wir uns dann noch anschauen. Oder auch unser Hartwachsöl beispielsweise. Und ja, es gibt nochmal grundsätzliche Unterscheidungen zwischen den Produkten, auch zwischen den beiden, die wir uns hier anschauen. Das Worktop-Öl zum Beispiel, das wir dann eher für Tische empfehlen oder auch im Das hier. Badezimmerbereich. Genau, das ist das hier. Ebenfalls ein High-Solid-Produkt. Also ist an sich von der Zusammensetzung sind die sehr, sehr ähnlich. Beides reine Öle, beide kein Wachsanteil. Aber die Ölzusammensetzung selbst ist nochmal anders. Leinölfirnis, wie es der Name sagt, ist ein reines Leinöl. Was vor allem unser Worktop-Öl auszeichnet, ist, da ist ein sehr hoher Anteil an Tungöl drin. Und aus dem Grund ist es eben auch sehr, sehr beständig und wir empfehlen es eben für die Tische und im Badezimmerbereich. Und bei der Verarbeitung selbst merkt man auch ein bisschen den Unterschied. Das Leinölfirnis ist, obwohl kein Lösemittel drin ist, nochmal deutlich dünnflüssiger wie das Worktop-Öl im direkten Vergleich. Und das hat dann eben auch einen Einfluss auf die Verarbeitung. So, jetzt haben wir ganz viel von der Theorie vom Dominik gehört. Jetzt wollen wir das Ganze auch in der Praxis sehen, wie sich denn so ein Stück Holz auch verändert, wie die Farbe schön rauskommt. Und dafür haben wir jetzt hier ein Stirnholzschneidebrett, das haben wir frisch gefertigt. Wie wir so ein Stirnholzschneidebrett fertigen, das zeige ich euch einmal hier. Da haben wir schon mal ein Video gemacht. Und jetzt geht es aber wirklich um die Erstbehandlung. Wir unterscheiden in der Erstbehandlung und die Holzpflege, wenn das Schneidebrett schon bei euch ist. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr wollt ihr vielleicht nochmal irgendwie das Schneidebrett irgendwie schön machen. Deswegen, da gibt es zwei klare Unterscheidungen.
Und der Dominik, der wird uns jetzt halt einmal zeigen, wie die Erstbehandlung von einem rohen Schneidebrett funktioniert. Und ich glaube, dafür nimmst du auch das schon mehrfach angesprochene Leinölfirnis her. Genau. Also unser Leinölfirnis empfehlen wir sehr, sehr gern für die Schneidebretter. Damit machen wir auch die Erstbehandlung. Ich werde gleich ein bisschen was dazu sagen, Kontext geben, wo das Leinölfirnis da doch den einen oder anderen Vorteil hat. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, es ist deutlich dünnflüssiger als unser Worktop Oil. Rein theoretisch kann man beide Produkte verwenden. Mhm. Also das wäre grundsätzlich kein Problem. Der Vorteil beim Leinölfirnis ist, dadurch, dass es dünnflüssiger ist, dringt es von sich aus schon ein bisschen besser ein. Ich muss nicht mechanisch durch ein Pad nachhelfen, das werden wir dann beim Worktop Oil zeigen. Aber dadurch, dass es dünnflüssiger ist, dringt es von sich aus gut ein. Wir können es einfach pinseln, einwirken lassen und nehmen dann den Überschuss ab. Und genauso werden wir es machen. Wir können ein bisschen was vom Produkt aufs Holz geben. In dem Moment sage ich immer, wir machen schöne Produkte noch schöner, weil ein schönes Stück Holz wird dann plötzlich noch schöner. Ja, das ist natürlich das, was man immer als Anfeuerung bezeichnet. Da wird die Eigenfarbe vom Holz nochmal betont. Und gerade im Stirnholzschneidebrett, einfach dadurch, wie das Holz aufgebaut ist, im Hirnholz dringt das Öl nochmal viel, viel tiefer ein. Das ist auch der Grund, warum man da gerne auch nochmal deutlich nachschütten kann. Das Hirnholz, das zieht halt einfach unfassbar viel Öl, gell? Das zieht wirklich, wirklich mehr Öl. In so einem Fall kann man auch wirklich, für gewöhnlich merkt man es auch, wenn man andere Schneidebretter macht, dass sobald man die Stirnseite macht, dass man da nahezu keinen Überschuss mehr hat, sondern dass man den wirklich, dass das eigentlich komplett eingezogen und eingetrocknet ist bereits. Und man merkt es auch hier immer deutlich, dass es sich wirklich anders verhält wie jetzt ein Holz in Maserrichtung. Genau. Ja, du siehst natürlich schon, es ist schon wieder komplett trocken, gell? Ja. Also bei uns, wir versuchen immer natürlich gerade das erste Mal auch richtig kräftig zu ölen und dann ölen wir nochmal 2-3 Mal nach. Aber ich glaube, es ist auch echt wichtig, wenn man so ein Schneidebrett hat, dass man immer wieder eine kleine Dose Öl mit dazu bestellt. Ich glaube, gerade am Anfang brauchen die einfach noch die einen oder anderen Ölgang noch mehr. Also es ist wirklich auch so, und das sieht man teilweise auch, wenn man die Anfeuerung mal beobachtet, zwischen geöltem Holz, das schon mehrere Wochen alt ist und welchen, die man frisch macht. Die Anfeuerung zeigt eigentlich, also je tiefer das Öl eindringt, desto stärker ist die Anfeuerung. Das ist auch der Grund, warum Hartwachsöle oft nicht so stark anfeuern. Und weil dann einfach schon eine Schicht ist, kommt gar nicht mehr so tief rein beim zweiten Mal. Weil man einfach nur einen gewissen Anteil an Öl hat, der eindringt und das Wachs verbleibt oben an der Oberfläche. Ja. Und man merkt einfach, dass die Öle mit der Zeit nochmal ein bisschen nachsacken. Einfach, das ist einfach vom Holz bedingt, wie die Struktur vom Holz ist. Da ist einfach Platz für das Öl nach unten nachzusacken. Und dadurch wird auch die Anfeuerung mit der Zeit nochmal ein bisschen größer. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass man gerade am Anfang nochmal auffrischen sollte. Nachdem wir das Ganze eingepinselt haben, können wir es ein bisschen stehen und einwirken lassen. Beim Stirnholzbrett sieht man, das trocknet einem wirklich relativ schnell weg. Ja. Normalerweise sagen wir so 20, 30 Minuten einwirken. Danach kann man mit einem trockenen Baumwolltuch oder einem Ölsaugtuch den Überschuss nochmal abnehmen. Und das Ganze sollte man dann je nach Saugfähigkeit vom Holz also mindestens einmal wiederholen. Beim Stirnholzbrett ruhig auch zweimal. Es gibt auch Holzarten, die saugen generell recht viel bei der Buche. Ja. Muss man dann beobachten, gerade beim zweiten Auftrag kriegt man ein sehr gutes Indiz dafür, wie viel das Holz noch aufnehmen kann. Aber einen zweiten Auftrag sollte man zumindest auf jeden Fall machen. Wenn jetzt irgendwie Öl liegen bleibt auf der Oberfläche, die sollte man wahrscheinlich abnehmen dann nach einer Zeit? Genau, also diese 20, 30 Minuten Einwirkzeit, die wir normalerweise empfehlen, danach sollte man wirklich mit einem Baumwolltuch oder einem Ölsaugtuch, die wir auch haben, über die Oberfläche drüber gehen und es eigentlich auspolieren oder trockenreiben, kann man es eigentlich nennen. Also wenn man mit dem Tuch drüber geht, sollte die Fläche wirklich komplett gleichmäßig matt sein. Man sieht jetzt auch hier, dass es Stellen gibt, die glänzen noch ein bisschen auf, je nachdem, wie gut man es erkennen kann. Und dadurch, dass es jetzt ein Stirnholzschneidebrett ist und es der erste Auftrag ist, wird es von sich aus sehr wahrscheinlich verschwinden. Ich gehe nicht davon aus, dass man das nach 20 Minuten noch sehen würde. Aber gerade wenn man dann den zweiten Auftrag hat, wenn man einfach ein Längsholz hat, sollte man nach 20, 30 Minuten mal mit dem Tuch drüber gehen und es wirklich trocken polieren. Und dann wird es auch gleichmäßig matt erscheinen. Und dann kann man das Ganze, je nach Produkt gibt es ein bisschen Unterschiede, aber so 6 Stunden bis eventuell erst am Folgetag den zweiten Auftrag dann zu machen. Ja, es ist ja Leinölfirnis. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den schreiben wir auch überall bei uns im Shop. Und bei euch habe ich es auch überall schon gelesen. Leinölfirnis neigt ja dazu irgendwie, selbst zu entzünden, wenn du jetzt Baumwollhandtücher oder sowas hast und da zusammenknüllst. Willst du vielleicht da noch 1-2 Sachen erzählen, weil jeder, der sich vielleicht so ein Öl kauft, weiß das vielleicht gar nicht, ist vielleicht auch erstmal so schockiert, so wie, was, das kann entzünden, warum? Und
dass du mir da vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei Sachen erzählst. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, der ist unter Umständen manchmal ein bisschen abschreckend. Der Hintergrund, warum das eine Selbstentzündung hat, ist nicht, dass irgendwas beigemischt wird, was in irgendeiner Form unnatürlich ist, was man vielleicht zuerst mal vermuten kann. Aber es liegt einfach daran, dass ein Öl, das ich für den Holzschutz verwende, muss in der Lage sein, auszuhärten. Das ist auch der große Unterschied zu einem Speiseöl. Ein Speiseöl hat keine Selbstentzündung, wie jeder weiß, sonst hätte ich ja in der Küche da Riesenprobleme. Aber ein Speiseöl härtet auch nicht aus. Und alle Öle, die ich für die Holzbehandlung verwende, müssen in der Lage sein, auszuhärten, um einfach einen wasserabweisenden Schutzfilm zu haben. Aber bei dieser Aushärtung, das ist eine Reaktion mit Sauerstoff. Und das ist eine exotherme Reaktion in der Chemie und da wird Wärme frei. Und solange was flach ausgebreitet ist und die Wärme weg kann, ist es überhaupt kein Problem. Es ist auch keine Wärme, die ich jetzt hier spüren würde, in irgendeiner Form. Noch ist kein Schneidebrett auch in Flammen. Genau, also es fängt nicht auf einmal an, einen Tisch angehen, in Flammen aufzugehen. Also das auf gar keinen Fall, da braucht man überhaupt keine Sorgen haben. Es kann eigentlich nur was passieren, wenn ich diese zusammengeknüllten Lumpen habe. Weil das ist ein absolut ungünstiger Fall, in dem ich eigentlich dafür sorge, dass ich ganz viel Oberfläche habe, wo aber überall Sauerstoff noch außenrum ist, weil ich den zusammengeknüllt habe. Und die Wärme kann aber nicht raus durch diesen zusammengeknüllten Ballen. Und das ist dann der Grund, warum es sich unter Umständen selbst entzünden könnte, weil sich dann die Wärme staut und dann kann der in Flammen aufgehen. Vor allem, weil oft die Ölsaugtücher oder gerade wenn man Papiertücher nimmt, auch noch einen niedrigen Flammpunkt haben. Also das kommt dann alles damit zusammen. Und das Einfachste, was man machen kann, ist, wenn man jetzt mehrere Projekte hat, empfehlen wir einfach, man nimmt sich einen Wassereimer, sammelt die ganzen Tücher einfach im Wasser, dann kann in der Zeit nichts passieren. Und wenn man dann fertig ist, breitet man das Ganze einfach mal auf. Wir haben bei uns so eine kleine Wäscheleine, da hängen wir die ganzen Sachen auf, die Wärme kann raus. Und normalerweise am Folgetag oder wenn man auf Nummer sicher gehen will, noch einen Tag warten, dann ist das Ganze so weit ausgehärtet, dass nichts mehr passieren kann und dann kann man es ganz normal entsorgen im Restmüll. Muss man auch immer dazu sagen, es ist dann wirklich leider ein Einwegprodukt, das Ganze. Also man sollte keine Versuche zu unternehmen, das Ganze dann nochmal zu reinigen und wieder zu verwenden. Verstanden. Cool, super. Ich glaube, das Ergebnis sieht super gut aus. Erstbehandlungen, glaube ich, haben wir jetzt sozusagen weitestgehend damit besprochen. Ich glaube, jetzt geht es um die Holzpflege. Also du hast vielleicht schon so ein Schneidebrett, möchtest es aber pflegen, weil es einfach nicht mehr so schön ausschaut. Und schauen wir uns gleich noch an. Jetzt holen wir uns aber erstmal ein gebrauchtes Schneidebrett. Ja, cool. Jetzt haben wir die Erstbehandlung gesehen. Jetzt geht es ja darum, wie machen wir ein benutztes Schneidebrett wieder schön. Wir haben jetzt bei uns in der Werkstatt ein benutztes Schneidebrett gesucht. keins gefunden, wo wir drauf geschnitten haben. Aber wir haben eins, das liegt bei uns schon ein bisschen länger. Das ist unser Birke Eichenuss Stirnholzschneidebrett. Und da ist die Erstbehandlung schon gemacht worden. Und mit der Zeit ist es aber einfach blass geworden. Die Farbe ist nicht mehr so schön. Und ähnlich wird es bei dir zu Hause ausschauen, wenn du ein Schneidebrett hast. Es ist einfach täglich benutzt. Irgendwann nach ein paar Monaten sieht es vielleicht nicht mehr so kraftvoll aus von der Farbe her. Du hast vielleicht schon ein paar Riefen. Und wir haben dazu ja schon mal ein Video gemacht, wie du ein benutztes Schneidebrett wieder schön machst. Das verlinke ich dir hier oben. Und am Ende des Tages geht es darum, dass du einmal die Oberfläche nochmal leicht anschleifst. Dann nimmst du einfach ein Schleifpapier, 180er Körnung, 240er Körnung, sowas in dem Dreh. Schleifst es einmal leicht mit der Hand ab. Und danach musst du es einölen. Und deswegen gebe ich es einmal wieder ab am Dominik. Dominik, was müssen wir machen, wenn das Schneidebrett nicht mehr so schön ausschaut? Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, wenn es dementsprechend vorbehandelt ist, ein bisschen anschleifen hilft auch immer, gerade wenn man auch mal ein paar Schneidefurchen drin hat vom Messer, um es einfach wieder plan zu machen, eventuell auch die ein oder andere Verschmutzung rauszunehmen. Und wir machen eigentlich hier jetzt dann nichts anderes, wie als wir bei der Grundbehandlung gesagt haben, als zweiten Schritt, dass wir den Überschuss abnehmen. Es ist gar nicht viel anders, wir brauchen auf jeden Fall eine kleinere Menge Öl, da wir nur auffrischen. Dann nehmen wir uns ein Baumwolltuch und fangen das Ganze eigentlich an, auf der Oberfläche einmal einzumassieren. Wir merken jetzt hier auch, das Stirnholzbrett saugt wirklich ordentlich. Das heißt, wir dürfen schon ruhig noch mal ein bisschen was hernehmen. Und es ist eigentlich wirklich, man nimmt eine kleinere Menge, man fängt klein an, nimmt sich immer wieder ein bisschen was dazu, reibt es einmal schön ein und dann fängt man eigentlich an, die Fläche wieder aufzufrischen. Es ist generell besser, wenn man lieber häufiger mal ein bisschen nachschüttet, anstatt direkt zu viel drauf zu haben, weil alles, was man zu viel hat, saugt natürlich auch den Lappen ohne Ende voll und man verschwendet auch ein bisschen Material. Aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr einfacher Prozess. Man nimmt sich das Öl, reibt das Ganze einmal mit dem Lappen ein und dann ist es eigentlich wieder aufgefrischt. Für gewöhnlich, ich hatte es auch schon mal angedeutet, die Öle sacken mit der Zeit nach. Das heißt, man muss eigentlich wirklich nur die oberste Schicht ein bisschen auffrischen. Es ist nicht, dass jede Menge Material nochmal drauf müsste wie bei einer Grundbehandlung.
Es macht dann für gewöhnlich auch keinen Sinn, dass man wirklich mit dem Pinsel nochmal eine Riesenmenge draufbringt und verteilt, weil ich es mir am Ende eigentlich alles nur mit dem Lappen runternehmen muss wieder. So, das Brett hast du jetzt nochmal neu behandelt und man sieht auf jeden Fall, wie farbintensiv das ganze Brett nochmal rauskommt. Vor allem die Nuss, also die Nuss ist jetzt statt grau wieder richtig dunkel geworden und auch die Eiche und auch die Birke, die haben ja so richtig viel Kraft und richtig viel Farbe. Und ich glaube, so sieht es wieder auf der Küche auch wesentlich besser aus. Aber nicht nur die Optik, sondern auch, es ist wieder geschützt. Ne? Also du hast es wieder wirklich einen Schutzeffekt und darum geht es ja in erster Linie. Ja, das auf jeden Fall. Also das Holz ist wieder aufgefrischt. Man hat vor allem auf der obersten Schicht wieder das Öl ersetzt, das mit der Zeit einfach sich ausgewaschen hat. Gerade in der Küche nimmt man oft einfach auch Spülmittel her. Ist auch völlig verständlich. Es ist halt relativ aggressiv und greift das Öl dann doch ein bisschen an. Deswegen muss man wirklich ab und zu mal auffrischen, um einfach die oberste Schicht zu erneuern, damit es auch nicht so anfällig wird gegen Wasser. Gerade wenn man ein Längsholzbrett hat, kann es sein, dass es einem die Fasern ein bisschen aufraut mit der Zeit, wenn es schon wirklich ausgetrocknet ist. Das Einzige, was man natürlich beachten muss, es ist jetzt frisch geölt und muss dem auch ein bisschen Zeit geben, bevor man es dann wieder hernimmt. Was glaubst du, wie lange? Also wie lange würdest du es jetzt liegen lassen? Also bei der Leinölfirnis haben wir eine ganz offizielle, endgültige Aushärtezeit von 21 Tagen. So lange muss man in dem Fall natürlich nicht warten. Aber es macht vielleicht Sinn, es wirklich mal 2-3 Tage dann nicht herzunehmen. Am allerbesten, wenn man natürlich noch ein zweites Schneidebrett hat, das man dann in der Zeit stattdessen nimmt. Findet ihr bei Holzliebling. Genau. Ja, cool. Jetzt haben wir uns das Thema Schneidebrett angeschaut. Aber wie im Intro schon erwähnt, wir wollen auch Tischplatten euch näher bringen, wie da dann die Holzpflege oder die Holzbehandlung ist. Und da hat der Dominik ein ganz anderes Öl dabei, kein Leinöl finde, sondern was anderes. Und das schauen wir uns aber jetzt direkt an der Tischplatte an. Deswegen, ja, Markus, pack deine Kamera ein, wir gehen einmal rüber. So, kleiner Location-Wechsel. Wir stehen in unserem neuen Fotostudio. Und ihr seht schon hinter mir, da stehen einige Tischplatten. Vor mir ist eine Tischplatte. Jetzt geht es um Tischplatten. Natürlich, Dominik ist immer noch da und wird uns dann auch gleich zeigen, wie man die behandelt und wie man die pflegt. Grundsätzlich kurz zu dem Thema Holzliebling. Wir entwickeln uns ja immer weiter und deswegen werden wir jetzt halt sukzessiv eine neue Marke aufbauen, wo wir exklusiv Tischplatten sozusagen herstellen und für euch vertreiben. Und da haben wir auch schon einige fertig, jetzt schon einige Kundenbestellungen. Hier haben wir zum Beispiel einen europäischen Nussbaum, anders wie der amerikanischen, deutlich heller im Gesamtcharakter. Dann haben wir hier diesen Klassiker, die Wildeiche, schön mit 4 cm starke Platte. Und hier haben wir noch eine recht wilde Ahorn. Und vor uns, da liegt jetzt eine dünnere Wildeicheplatte, die ist noch komplett unbehandelt. Die haben wir heute in der Früh erst fertig gemacht, fertig geschliffen. Und mit Dominik werden wir die ganze Platte jetzt einmal behandeln. Denn anders wie bei Schneidebrettern, wo ich Lebensmittel drauf zubereite, ist es bei Tischplatten eine ganz andere Hausnummer, die, sag ich mal, erst zu behandeln. Und der Dominik hat dann ganz spezielles Öl, deswegen jetzt gebe ich einfach mal ab an Dominik. Was nehmen wir für ein Öl für die Tischplatte her? Ja, vielen Dank. Also wir nehmen jetzt hier unser Worktop-Oil her. Das haben wir eigentlich speziell für Tischplatten entwickelt, Arbeitsplatten, auch im Badezimmerbereich. Der Unterschied ist, es ist zum ersten ein bisschen zähflüssiger. Das liegt auch daran, dass ein sehr hoher Anteil Tungöl mit drin ist. Tungöl ist ein sehr, sehr beständiges Öl. Nimmt man auch sehr gern traditionell im Bootsbau her und eben sehr wasserbeständig. Auch im Außenbereich ist es sehr hoch angesehen. Und genau dafür haben wir da eben die Abgrenzung geschaffen, dass wir sagen, ganz speziell Arbeitsplatten, alles was eine hohe Belastung hat, auch Feuchtigkeitsbelastung im Badezimmerbereich, ist das Worktop Oil wirklich das passende Produkt. Ist dann ja sogar wasserabweisend schon. Ne? Ich habe da mal ein Video auch von euch gesehen. Da wird dann Wasser irgendwie drauf gekippt und es ist schon fast wie eine lackierte oder eine Wachsoberfläche. Es perlt förmlich ab. Ja, also das ist eigentlich was, wo man mit jedem Öl mehr oder weniger schafft. Aber die Ölzusammensetzung ist dann vor allem, wenn man es sich langfristig betrachtet und wie es dann wirklich nochmal im Detail aussieht, findet man da dann nochmal kleinere Unterschiede. Aber auch bei der Verarbeitung haben wir dann den einen oder anderen Unterschied. Deswegen haben wir jetzt auch schon einen Extender-Schleifer da. Wir werden das Ganze dann dementsprechend einpadden. Wir werden hier jetzt mechanisch nachhelfen. Wie ich es schon angedeutet habe beim Leinölfirnis, das ist relativ dünnflüssig, dringt von sich aus sehr gut ein. Aber der zweite Unterschied ist, das müssen wir eigentlich auch nur einmal auftragen, weil wir das Öl wirklich mechanisch schon direkt tief reinbringen. Also weniger jetzt mit dem Pinsel, sondern du arbeitest es wirklich rein. Also die Erstbehandlung, die ist wirklich, sag ich mal, wichtig, dass wir die schön ins Holz einarbeiten. Wenn es dann wirklich um die Pflege vom Tisch geht, da braucht man aber dann wahrscheinlich keinen Exzenter, da reicht dann auch ein Lappen oder ein Pinsel.
Aber für den Erstauftrag, da müssen wir es richtig schön einarbeiten. Die Pflege schauen wir uns dann gerne auch gleich nochmal an. Die ist eigentlich unverändert wie beim Schneidebrett. Aber die Erstbehandlung machen wir hier jetzt nochmal einen Ticken anders. Ja. Eine kleine Anmerkung jetzt noch bei uns, weil du es mit den Lebensmitteln gesagt hast. Also das Produkt ist genauso lebensmittelecht. Wäre eben kein Problem. Ist bei den, gerade bei den Küchentischen dann doch nochmal entscheidend. Also zumindest was das angeht, haben wir bei dem Produkt, ist genauso wie es Leinölfirn ist, auch nach Lebensmittelechtheit zertifiziert. Also da haben wir keinerlei Einschränkungen, was das Ganze angeht. Ich würde jetzt einfach direkt auch mit der Behandlung beginnen. Unbedingt. Ein paar Sachen vielleicht nochmal ganz kurz zur Vorbehandlung. Also wir haben die jetzt hier geschliffen. Wenn man selber einen Tisch machen würde, wenn man es wirklich auf einem rohen Material ist, bei sich zu Hause und einen eigenen Tisch hat und den Grund behandeln möchte, was immer wirklich nochmal hilft, ist die Oberfläche vorher einmal kurz zu wässern. Mhm. Wässern heißt in dem Fall am besten einfach mit einem Baumwolltuch in Wasser tränken, auswinden und dann nochmal umschlagen und dann den ganzen Tisch einmal abwischen. Und man bekommt ja auch ein gutes Gefühl dafür, ob man überall war, weil das Wasser wie das Öl die gleiche Anfeuerung hat, trocknet dann aus und dann muss man es einfach nochmal zwischenschleifen. Ist ganz speziell bei der Eiche eben entscheidend, weil die Eiche sehr viele Inhaltsstoffe hat und gerade die zeigen sich oft als Wasserflecken und dadurch kann man schon nochmal sehr, sehr viel vorbeugen, wenn man das gleich vorher nochmal wässert. Und dann eben die Platte nochmal schleifen, Endschliff 180, 240 in dem Bereich. Ja, und vor allem ist ja, wenn du das dann wässerst, die letzten Fasern, also gerade wenn wir drüber schleifen, wir erwischen ja nicht alle Fasern, sondern drücken wie viele ja nur runter. Und gerade wenn ich so einen wässer, dann stellen sie sich eben nochmal auf und dann kann ich sie dann wirklich komplett nochmal wegschleifen. Also das, was du sonst nicht machen würdest, hättest du vielleicht beim ersten Drüberwischen zu Hause dann. Ja. Und das übernimmt eigentlich jemand, der Tische baut, übernimmt das eigentlich schon mindestens einmal ab, dass man einmal nochmal drüber wässerst, nochmal schleifst, dass das beim ersten Mal einfach nicht passiert. Hat nebenbei auch noch den anderen positiven Effekt, dass das Holz ein bisschen empfänglicher fürs Öl wird. Ja. Also die Aufnahmefähigkeit ist auch nochmal ein bisschen besser. Also es hat eigentlich nur Vorteile, das nochmal zu machen, gerade wenn man dann den Tisch langfristig nutzt. Cool. Genau, damit würden wir auch dann direkt auf die Behandlung eingehen. Ich hatte es gerade schon angedeutet, wir werden das Material hier nicht einfach pinseln und stehen lassen, wie beim Leinölfirnis. Hier müssen wir mechanisch ein bisschen nachhelfen, um das Ganze einzuarbeiten. Dafür nehmen wir einen Extenderschleifer her. Wir haben dann Pads, die man dafür verwendet. Es empfiehlt sich aber wirklich nochmal eine Schutzauflage zu nehmen für den Extender, weil sobald man die Pads nimmt, wäre es schade, wenn man sie nur einseitig verwenden kann. Ja. Und so kann man sie nochmal umdrehen, ohne sich den eigentlichen Teller mit dem Öl zu versauen. Also eine Schutzauflage vorher zu verwenden, macht Sinn. Wir nehmen für die Grundbehandlung ein beiges Pad. Mhm. Die können sich je nach Hersteller ein bisschen anders anfühlen, aber die Farben sind eigentlich genormt. Das heißt, beige ist meistens so das zweitweichste. Das allerweichste ist das Weiße, das haben wir auch da. Das kann man zum Beispiel auch für Pflege nehmen, dass man mit einem weißen Pad einarbeitet. Für die Grundbehandlung eignen sich beige Pads oft sehr, sehr gut. Und damit werden wir es eben auch machen. Wir werden jetzt hier auch das Öl aufgeben. Einmal, es gilt eigentlich das Gleiche. Besser eher mal ein bisschen sparsam und lieber nochmal nachschütten, bevor ich zu viel Material drauf habe, weil das muss ich alles wieder runterwischen, weil das Holz kann mir nur bis zum gewissen Punkt Material aufnehmen. Sobald ich zu viel Material stehen habe und es stehen lassen würde, kann es nicht austrocknen. Also wir müssen wirklich das, was zu viel ist, wegnehmen. Deswegen macht es schon oft Sinn, eher ein bisschen sparsamer zu arbeiten. Wir gehen das jetzt Öl selber, es ist das Worktop Oil. Genau. Das werden wir bei uns dann auch im Shop haben in der nächsten Zeit. Wir haben ja aktuell noch nur das Leinölfirnis, aber jetzt im Zuge, sage ich mal, der ganzen Tische werden wir auf jeden Fall auch dieses Worktop-Oil mit aufnehmen. Genau, ich werde es jetzt hier auch direkt mit dem Pad verteilen und dadurch, man kann es vorher auch mit dem Pinsel vorverteilen, mit einer Spachtel vorverteilen, das ist alles möglich. In dem Fall verteilen wir es jetzt direkt mit dem Pad, das geht genauso, je nachdem, was man für Hilfsmittel eben zur Hand hat. Riecht fast süßlich, gell? Ja, das ist immer was, wo man sagen muss, es ist Leinöl drin und Tungöl drin. Leinöl hat einen ganz typischen Eigengeruch, den viele kennen. Tungöl wird oft immer ein bisschen behauptet, es riecht sehr fischig, haben wir hier sehr gut unter Kontrolle. Also davon riecht man hier Gott sei Dank nichts. Also da sind wir eigentlich, was Geruch angeht, sind wir sehr, sehr angenehm. Aber auch nicht so schnell aus wie das Leinölfirnis, gell? Also das zieht ein bisschen langsamer ein, dadurch, dass es halt wie gesagt echt ein bisschen zäher ist. Ja. Und das merkst du einfach auch. Man muss auch sagen, Tungöl hat nämlich den Vorteil, ich hatte es schon angedeutet, im Bootsbau nimmt man es nämlich gerne her, weil da kannst du es in reiner Form in Schichten aufbauen. Und das Tungöl neigt dazu, ein bisschen oberflächlicher zu sein wie andere Öle.
Das heißt, du hast eine minimale Opferschicht, die du jetzt vielleicht bei anderen Produkten nicht so hast. Ja, wir haben es jetzt mit dem beigen Pad eigentlich ziemlich verteilt. Es ist eigentlich nahezu kein Überschuss mehr drauf. Das wird man auch feststellen, wenn man mit dem Extender arbeitet. Am Anfang ist es doch noch recht glänzig, wenn man lange genug drüber ist, arbeitet mit dem Extender einfach das Öl immer tiefer rein und irgendwann wird das Ganze auch matt erscheinen. Man kann es eigentlich problemlos jetzt sagen, wenn man doch noch ein bisschen zu viel drauf hat, man nimmt es mit dem Tuch runter. Mhm. Ist generell eine Grundregel beim Ölen, also wenn ich doch irgendwie mal zu viel drauf habe, muss ich es mir einfach runternehmen. Ja, ja. Kann ich auch schon während dem Extender, wenn ich es einfach merke, es ist echt zu viel, nehme ich es lieber gleich mal vorher ein bisschen runter schon. Was wir immer noch ganz gerne machen, ist, dass man einfach mit dem Weißen, das ist noch mal ein bisschen weicher, dass man dann sagt, man geht vorher damit noch mal drüber. Machen wir jetzt auch in dem Fall. Und damit kann ich es eigentlich noch mal wie nachpolieren und macht häufig noch mal eine sehr schöne Oberfläche. Und sobald ich eigentlich merke, dass es dann mit dem Pad wirklich gleichmäßig matt ist, muss ich nicht mehr zwingend nochmal mit einem Tuch drüber polieren. Dadurch garantiere ich halt auch, dass ich wirklich einiges an Material im Holz habe. Ja, fühlt sich auch richtig gut an, also richtig schön weich. Ja. Merkst du dann förmlich. Also das ist eigentlich immer eine Kontrolle, die man machen kann, wenn man 5 Minuten später oder auch direkt nach dem Verpetten oder nach dem Auspolieren mit dem Lappen nochmal wirklich drüber fasst, sollte es sich eigentlich, also es wird sich ein bisschen schmierig anfühlen, aber es sollte sich jetzt nicht wirklich feucht anfühlen. Ja. Ist jetzt in dem Fall tendenziell, muss man schauen, wenn man nochmal drüber fährt, aber ein Auspolieren mit dem Lappen ist an sich nie verkehrt, weil man eigentlich wirklich, man braucht keine Angst haben, dass wenn ich mit dem Lappen drüber fahre, dass ich mir wirklich Material aus dem Holz wieder rausziehe, das ansonsten im Holz wäre und das Holz schützen würde. Ich nehme wirklich nur das ab, was das Holz nicht aufnehmen kann mehr. Also da besteht eigentlich keinerlei Gefahr, wenn ich mit dem Lappen nochmal drüber gehe. Ja, eine richtig schöne Holzplatte. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das die Erstbehandlung ist, wie sieht denn dann die Pflege? Also ich kaufe mir irgendwo einen Tisch oder ich baue mir selber und behandle das als erstes Mal mit dem Worktop Oil. Was mache ich dann? Also nach einem halben, dreiviertel Jahr oder der Tisch sieht nicht mehr so schön aus, ich lasse ihn nochmal abschleifen, möchte ihn nochmal behandeln oder auch unterm Jahr, weil die Farbe nachlässt. Was ist deine Empfehlung? Was macht man dann? Also wenn der Tisch soweit eigentlich noch komplett in Ordnung aussieht, kann ich eigentlich genau das gleiche machen wie beim Schneidebrett. Ich gehe ein bisschen, träufle ein bisschen Öl drauf, gehe mit dem Lappen drüber, reibe das Ganze nochmal ein, so wie ich es jetzt eigentlich auch hier machen würde mit dem Auspolieren. Ja. Man muss auch immer dazu sagen, ein Riesenvorteil vom Öl, es ist natürlich reparaturfreundlich. Das heißt, wenn ich doch irgendeine Stelle habe, die einen Wasserfleck hat oder irgendwas ähnliches, ich habe doch mal irgendeine Kleckerei gehabt, die ich dann nicht gleich wegmachen konnte. Dadurch, dass ich ein Öl habe, bin ich sehr, sehr nah an der Holzoberfläche. Man spürt ja auch bei einer geölten Oberfläche das Holz. Und ich kann immer mit einem leichten Schleifpapier, mit eigentlich einer, am besten mit der gleichen Körnung, mit der ich auch den Endschliff gemacht habe, an der Stelle nochmal lokal anschleifen. Das wird dann auch deutlich heller, weil ich dann wieder auf dem rohen Holz bin. Aber ich kann dann genauso mit einer kleinen Menge Öl auf einer Stelle drüber rein auspolieren. Und am Anfang wird es, wie gesagt, wegen der Anfeuerung, weil die oft ein paar Tage braucht, bis die wirklich sich angeglichen hat. Aber das wird man dann nach ein paar Tagen keinen Unterschied mehr sehen zur restlichen Platte. Also es ist bei der Pflege, die Pflege ist an sich eigentlich wirklich immer der gleiche Prozess. Ja. Ein bisschen Öl und dann eigentlich mit dem Lappen einpolieren. Ich kann auch alternativ jetzt so ein weißes Pad nehmen. Hat den Vorteil, das saugt nicht so viel auf wie der Lappen. Also damit kann ich auch hingehen. Also und das Ganze dann verteilen. Ohne Extender, es gibt auch Handpads, diese rechteckigen, die haben wir bei uns auch. Ja. Und damit kann man das Ganze eben auch machen. Da muss ich nur ein bisschen mehr aufpassen, weil das Pad selber reguliert die Auftragsmenge nicht, weil es nicht selber aufsaugt. Deswegen kann sein, unter Umständen muss ich vielleicht doch nochmal mit dem Tuch eben nachreiben. Aber es ist eigentlich mal eine sehr gute Kontrolle, also auch bei der Grundbehandlung, dass wenn ich in einen bestimmten Lichteinfall reinschaue und ich sehe, es glänzt noch irgendwo auf, weiß ich, okay, ich muss nochmal drüber gehen, weil die Fläche direkt nach dem Ölen sollte eigentlich immer gleichmäßig erscheinen. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, den du angesprochen hast mit dem Thema Lack. Also viele fragen uns auch, ja, welches Öl nimmt ihr her, welchen Lack nimmt ihr her oder so. Und wir versuchen es eigentlich so zu halten, dass wir das hernehmen, was der Kunde zu Hause auch nehmen kann. Weil es bringt mir ja nichts, wenn wir jetzt in der Erstbehandlung ein mega bombastisches Öl, was kein Mensch zu Hause irgendwie selber sich erwerben oder kaufen kann, irgendwie hernehmen. Und dann wirklich im Alltag, dann wo der Tisch oder das Schneidebrett anfängt zu leben, wenn ich dann nicht irgendwie, sag ich mal, das gleiche Öl hernehmen kann. Deswegen für uns oder für mich persönlich immer super wichtig, dass wir das hernehmen,
was der Kunde sich auch selber erwerben kann und dann auch in der Pflege oder in der Behandlung auch einfach genau das Gleiche nehmen kann, wie wir in der Erstbehandlung. Also Öle sind grundsätzlich immer nicht so ganz darauf angewiesen, dass man wirklich das absolut identische Produkt nimmt. Mhm. Meistens kann jedes Öl auf einem anderen aufgetragen werden. Das gilt auch für unser Worktop Oil. Wenn man wirklich weiß, man hat einen geölten Tisch, auch wenn man von woanders her hätte, kann man sagen, man kann damit nachbehandeln. Ja, ja. Das funktioniert. Es ist halt immer nur so gut wie das letzte Produkt, was drauf ist meistens. Aber es macht schon Sinn, im gleichen System zu bleiben, weil man einfach garantieren kann, die Anfeuerung ist die gleiche und die Verarbeitung ist jedes Mal die gleiche und man weiß, die sind kompatibel miteinander. Cool, super. Ja, nee, wunderschöner Tisch. Ja, ich hoffe, euch gefällt er auch. uns gefällt er auf jeden Fall. Und ja, in dem Zuge möchte ich auf jeden Fall jetzt erstmal vielen, vielen Dank an den Dominik sagen, dass der heute bei uns gewesen ist. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, immer wieder. Und alle Produkte, die ihr heute gesehen habt, also sowohl das Worktop Oil als auch das Leinöl, findet ihr bei uns im Shop. Wie gesagt, Worktop Oil vor allem für Oberflächen wie Esstische, wie Waschtische. Und das Leinöl-Firnis ist auch genau das Öl, was wir für unsere Behandlung, für unsere Schneidebretter nehmen. Und wenn du jetzt noch was Ausgefalleneres suchst, also ein spezielles Öl, dann ist auch da Oli Natura der richtige Ansprechpartner, weil ihr habt bei euch auf dem Shop verschiedene Sachen, unter anderem zum Beispiel. Genau, wir haben jetzt hier uns zwei Öle angeguckt, die beide sehr stark anfeuernd sind. Manchmal möchte man zum Beispiel einen Rohholzeffekt, da haben wir auch ein sehr, sehr ausgefallenes, gutes Produkt für sowas. Also da auch gerne mal bei uns in den Shop reingucken, da kann man sich auch mal noch inspirieren lassen, was sonst noch möglich ist bei den Holzoberflächen. Cool, genau. Also ihr seid bestens ausgestattet. Alles, was mit Sachen Holzpflege zu tun habt, habt ihr jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel mit an die Hand bekommen. Wenn ihr jetzt irgendwie ja, irgendwas Besonderes wissen wollt über ein Öl oder ihr wollt, dass wir mal ein Video davon machen, also ihr gebt uns irgendwo mal Feedback, dann können wir darauf eingehen und vielleicht machen wir genau darüber vielleicht mal ein spezielleres Video, wenn es darum geht, ja, Rohholzeffekt zum Beispiel zu machen. Oder Holz zu färben oder was auch immer. Also gebt uns da einfach Feedback, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ja, ansonsten zu dem Thema Tischen hatte ich euch eingangs schon mal was gesagt. Holzliebling entwickelt sich ja immer weiter und wir werden eine neue Marke mit Holztisch-Atelier, sag ich mal, erschaffen, wo es dann eben wirklich um Holztische geht in jeglicher Form. Ob es Esstische, ob es Couchtische sind, ob es Bänke sind, ob es Theken sind, vollkommen egal. All das werdet ihr unter dieser Marke finden. Wenn dir jetzt das Video gefallen hat, ihr auch mehr über das Thema Holzpflege wissen wollt, dann abonniert sowohl den Oli Natura Kanal als auch unseren Holzliebling Kanal. Folgt uns irgendwo auf Social Media, gibt ja Facebook, Instagram und Co. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ansonsten bis dahin, alles Gute. Danke nochmal, Dominik, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Und bis bald.